Welches Versagen? Ich ficke gut und viel. Und wenn du nicht aufpasst, auch dich. Dein Arsch gehört mir. Ich liebe Quickies. Ihr seid doch selber fette, pickelige Wichser, ihr Nerdfucker. Sie sind schwul, 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 schwul. Yo, 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 richtig krasser Typ. Hä, hä, gibt's der Piep? Weiter so, Digga, hast fast alles gesagt, was ich auch schreiben wollte. Digga, bist voll krasser Junge, Mann. Schwul, 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 schwul. Deine Mutti auf meinem Schniedel, shut up and take my money. Schwul, 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 schwul. Ich fick dich, schimpfst du meine Familie, du Opfer, ich ficke alles, ich mach Döner aus dich. Oh, schwul. Den Scheiß könnt ihr behalten, Alter. Schreckliche Weihnachten euch, ihr Kackbratzen. Ganz ehrlich, das sind doch alles Kackspiele. Wer hier mitmacht, nimmt wirklich alles mit. Hauptsache kostenlos. Von daher mache ich schon mal nicht mit und lasse den armseligen Gestalten den Vortritt, auf dass ich eure vom Arbeitsamt bezahlten Wohnung noch mehr zumüllen. Jetzt reicht's mir, du blöder, analgewichster Twitter-Affe, hast mit deinem erbärmlichen Erbsengehirn kein Recht, meine Familie zu beleidigen, du verwöhntes Adipöses. Punkt. Ganz ehrlich, geh dich einfach erhängen und wenn nicht, dann schaff dir zumindest mal ein bisschen Anstand. Hat dir ja deine ach so wichtige Familie, die du nicht mal besuchen willst und anscheinend nicht beigebracht. Normalerweise halte ich mich ja zurück, aber meine Familie zu beleidigen und das auch noch ohne Grund und Kontext ist das allerletzte. Dumm, 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 dumm. Wer jetzt erwartet, dass hier noch ein anderer Begriff steht? Nein. Dumm und das letzte Wort ist Depp. Mit einem Smiley. Dankeschön. Ich bin übrigens ein Hurensohn. Meine Fresse, man liest nichts anderes mehr als über diese dümmlichen Comic-Scheiß-Verfilmungen, da bumst das Spidey bald mit Wolverine im neuen Avengers The Last Bums. Ed, eure Seite hier, Komma, stinkt bis zum Himmel. Das wollte ich nur mal gesagt haben. Eine unglaubliche Verschwendung von Daten, die man besser für vernünftige Seiten hätte nutzen sollen. Man sollte eure Server beschlagnahmen und an YouPorn übergeben. Was glaubt ihr eigentlich, wer eure Scheißseite besuchen soll? Der ganze Abschaum von dummen Kellerkindern und Star Wars Nerds wahrscheinlich. Haha, ihr könnt euch alle mal einen wichsen und es euch gegenseitig von Teil die Fresse schwitzen. Jeder, der das hier vorgelesen bekommen hat, ist ein dummes Arschloch. Ich liebe die Gamona-User. Das kann ich nicht mal vorlesen. Warum sagen die Bioherd zu meinem Resident Bebel, was ist Bioherd? Was ist Bioherd indeed? Ey, was ist das alles voller Rassisten? Ich fick dich. Ups. Ey, was ist das alles voller Rassisten? Ich fick den Bericht und ich ficke Sonne, dann verreck ich. Opfers, alle. What? Was ist das für Konsole? Real Life oder Xbox? Egal, Mann, dir lange trägt Sonnenbrille, wenn's dunkel ist. Es liegt in den Händen der Männer. Das kleinere Übel ist, die Frauen, salopp gesagt, einfach zurück in die Küche, / ins Wohnzimmer zu schicken, wo sie nun mal den Großteil der Menschheitsgeschichte verbracht haben und wo sie verhältnismäßig am meisten bewirkt und am wenigsten Schaden angerichtet haben. Klar wird es anfangs Geplärre geben, wie auch jetzt schon, aber sich wirklich zu organisieren und konkret was zu bewirken, das werden sie garantiert nicht hinbekommen, was sie den Großteil der Menschheitsgeschichte überbewiesen haben. Hm? Wow, mal wieder in einem Anlauf jedes Klischee bestätigt. Wie kommt ihr eigentlich auf dieses Frauen sind nur ein Nutzgegenstand-Gerede? Männer sind die Nutzgegenstände der Gesellschaft, immer und überall. Auch im Steinbruch und im Bau und niemanden stört's. Und sowas soll hohe politische Ämter oder sonstige Führungspositionen belegen. Unfassbar. Ich kenn die Eude. Auf dem Bild des Mai-Eude. Filmst du mir in mein Haus, mein Zuhause? Pass auf, Alter. Du, das nochmal machst fick, Gammon. Oder wie dein scheiß Zuhause heißt, du Schwuler. Leute, seht euch lieber nach einem anderen Hobby um. Heute noch Geld für Spiele auszugeben, ist das gleich, als würde man jemanden bezahlen, damit er euch auf den Kopf kackt. Jesus Christ,
Blutet nicht, ihr Opfers. Rote Blutkörper. Körper. Verstehe nicht. Das war sehr poetisch, danke. Was ist denn Mondwärme?